Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Paper Mario. Ich habe den Audiofehler gefunden. Ich wollte hier eigentlich was Gutes tun, die CPU ein bisschen entlasten, aber ich musste höher belasten, dass er besser läuft. Ein Mario, nicht wahr? Also. Ich habe hier gewartet, damit also ich wollte dir nämlich erzählen, was. Also meine Bitte ist. Eigentlich, ich wollte, darf ich mit dir zusammen gegen Logart kämpfen. War nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Logart zu bekämpfen. Aber er ist niemals zurückgekehrt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder naja, höchstens ein ganz klein bisschen. Mein Vater hat für alle gegen Logart gekämpft. Ich will auch so mutig sein. Alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich mit dir den Drachen besiege, dann werde ich so stark wie Papa. Ich weiß, es ist gefährlich, aber nimm mich bitte mit. Bitte, Mario. Ja, nimm mit. Ehrlich. Danke, Mario. Vielen Dank. Probier gehört zum Team. Copio hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um mit seinem Panzer entfernte Items und Schalter zu erreichen. Hältst du X gedrückt, bleibt der Panzer da, wo du ihn hingetreten hast. Lässt du X dann los, trifft Copio Dinge, die hinter Mario müssen. Du kannst Mario auch bewegen, während Copio in seiner Position verharrt. So kannst du den Schalter auch aus größerer Entfernung bestätigen. Merke dir, halte X gedrückt, um Panzer in seiner Position zu halten. Im Kampf verwendet Copio den Panzerstoß gegen einen Gegner am Boden oder er trifft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Willst du das Team ändern, drücke Start und wähle Option Team im Menü aus. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Copio. Copina, hast du uns zugehört? Copio, du willst wirklich gegen Logart kämpfen? Aber das ist doch... Du bist doch nur ein träger kleiner Kopper und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Das ist Wahnsinn. Nein, Copina, ich werde ein echter Mann, auch für dich. Und deshalb... Ein echter Mann. Ach was, dafür musst du dich doch nicht in Gefahren begeben. Du bist zwar etwas zart und leicht eingeschnappt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Copio. Bitte geh nicht. Aber nein, ich habe mich nun einmal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen, schließlich ist ja Mario bei mir, oder? Copio im Kopf. Copina, bitte. Ich werde ganz sicher als echter Mann heimkehren. Also mach auf zu Logartsburg. So, und bevor wir dies tun, hole ich da hinten noch den kleinen Splitter. Naja, ich sag's mal so, den einen Audiobug kriege ich nicht so ganz weg. Es läuft jetzt wieder ein bisschen besser, hab die CPU dafür ein bisschen mehr zugewiesen. Sollte also gut klappen.
Nein. Das ist komisch. Als ich es außerhalb der Aufnahme getestet habe, lief alles wunderbar. Und jetzt in der Aufnahme ist es wieder ein bisschen ruckelig, sage ich mal, in der Audio. Ich teste mal eben was kurz. Der Weg führt zum Schloss. Der schrecklichen Log hat alle, lass alle Hoffnung fahren. Und willst du doch zur Burg, so drücke beide Schalter zur gleichen Zeit. PS. Koppers aus Blütenweiler mit ihrem Panzer haben sicherlich keine Probleme. Gut, laden wir uns alles nochmal auf. Geld haben wir einigermaßen genug. Logartsburg. Das ist also Logartsburg. Oh, tatsächlich, da kriegt man schon weiche Knie. Klopf, klopf. Audio wieder. Bis auf den Kampf ganz okay. Ah, Bingo! Ja, wir haben aber ganz viele Fans. Schön. Dann machen wir es mal so. Gibt uns mal so Honigsirup. Und Mario macht mal bitte einen Multisprung. Dafür Kopio jetzt Powerpanzer. Jetzt ein einfacher Sprung. Guck mal, wir haben was bekommen, Herzlein P. Die KP deines Partners regenerieren sich langsam während des Kampfes. Warum bin ich jetzt gesprungen? Vier Leben. Machen wir mal so einen Powerpanzer. Thank you.
Das ist doch leicht gewesen, der Kampf. Ach, Level Up, wie wunderschön. Gehen wir direkt in den grünen Runden. Das ist genau das, was uns momentan fehlt. Power Dance. Mario trifft Gegner, solange das Action-Kommando steht. Okay. Was kostet das denn? 3 Punkte. Nanu. Diese Knochen erinnern mich an meinen Vater. Ganz bestimmt. Vater. Aber, Mario, mein Vater hat hier noch einen Brief in der Hand. Was sollen wir tun? Willst du den Brief lesen? Ja, lesen wir mal. Gut, lass ihn uns lesen. Also, ich wollte gegen Lothar kämpfen, aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logoth einen Schwachpunkt hat. Eine schreckliche Logoth fürchtet ein Tier, das mit F beginnt und mit Sch endet. Ein Item, das diesen Schwachpunkt ausnutzt, befindet sich in dieser Burg. Um Logoth zu besiegen, muss man dieses Item wohl zuerst einmal finden. Logoth ist auch listig. Gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihre Gegner fallen. Lass dich im Kampf nicht überlisten. Verlasse dich auf deinen Instinkt. Mich verlässt die Kraft, so beende ich diesen Brief. Mit einem Gruß an meinen Sohn Colorado. Ich werde dich immer lieben, Anu. Colorado? Nicht Copio? Anscheinend war das doch nicht mein Vater. Die Knochen da drüben, wo die Knochen von meinem Vater sind? Diese Burg zu betreten zeugt von eurem Mut und von eurem Leichtsinn. Euer Abenteuer muss an dieser Stelle enden. So hört den Ruf der Gruft. Was sind das für Typen? Mario, das ist gar nichts gut. Sie drehen uns zurück, was soll ich tun? Ich will mit Wolverine kämpfen, da macht es mir einiges mehr Spaß. Das ist ein Knochenkoppel, wie auch der Name sagt, ein klassischer Knochenkoppel. Max KP 1, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Diese Biester werfen Knochen und reproduzieren sich auf rätselhafte Art. Und das heißt, du solltest in einem Zug so viele möglich von ihnen erleben. Oh, die machen ja gut Schaden. Wer ist der in der Mitte? Roter Knochenkörper, irgendwie gruselig so ganz in Rot. Max KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 1, ein ziemlich starker Angriff. Und auch wenn seine KP auf 0 sinken, kann er später wieder auferstehen. Vielleicht solltest du erst die anderen Knoppers anschalten. Aber pass auf, wenn er sich bedrängt fühlt, ruft der rote Knochenkörper Verstärkung. Okay, dann warte ich mal mit der verstärkten Platte. Da hauen sie auch schon ab.
der Art. Aber die geben gute Erfahrungspunkte, muss ich jetzt sagen. Was ist denn das? Eine Insignie enthalten, ein seltsames Objekt. Welche Kraft mag es wohl haben? Ich glaube, eine Feuerblume mystischer Farben. Schlüssel. Der kann nicht hochgehen. Der. Ah. Team. Oh, das ist ja praktisch. Sternsplitter. Muss ich ihn nochmal rufen. Du bleibst mal da. Und jetzt mach den auf. Noch ein Sternsplitter. Ist hier sonst noch was? Ein Bruchschlüssel. Perfekt. Ach, schau mal, der Speicherblock kommt auf wie gerufen. Alles klar, das war's dann für die heutige Folge. Ich danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.